Grüß Gott, meine Damen und Herren, mein Name ist Josef Koller, ich bin Dermatologe, beschäftige mich in erster Linie mit der Behandlung und der Vorbeugung von Hauttumoren. Der häufigste Grund für diese Zunahme der Hauttumoren ist ja das geänderte Freizeitverhalten und die Sonnenexposition, und ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden etwas über diese Zusammenhänge erzählen. Aufgebaut ist der Vortrag so, dass ich Ihnen ganz kurz etwas über die physikalischen und biologischen Grundlagen erzählen werde, im Anschluss daran über die Wirkungen des UV-Lichts, das ist ja nicht nur die Tumorinduktion, das sind ja auch zum Beispiel andere Vorgänge wie die vorzeitige Hautalterung oder auch Hauterkrankungen, das allerdings nur ganz kurz. Und im zentralen Teil zeige ich Ihnen dann ein paar durch UV-Licht ausgelöste Hauttumoren, und am Schluss gehen wir dann noch zur Prävention. Wir beginnen also mit den physikalischen Grundlagen, und Sie sehen auf diesem Bild, warum die Sonne für uns ein zentrales Lebenselement ist, warum das auch so wichtig ist. Sonne ist Leben, bringt uns die Wärme, bringt uns das Licht und bringt uns auch das UV-Licht, das allerdings nur ganz wenige biologische Wirkungen hat. Darauf gehe ich dann noch ein, und das aber sehr viele negative Wirkungen hat. Im Vordergrund steht aber für uns der positive, der euphorisierende Aspekt, und das sieht man, glaube ich, auf diesem Bild ganz gut. Es zeigt nämlich einen Bergsteiger in der Früh, wenn die Sonne aufgeht nach einer langen, kalten Nacht, und das ist eben der Inbegriff dieses Lebens, das uns die Sonne spendet und auch die Freude, die damit verbunden ist. In der heutigen Zeit sind wir ja auch in geänderten Verhältnissen, und die Sonne ist auch für diejenigen wichtig, die den Urlaub bei uns jetzt in Österreich verbringen werden, die vielleicht nicht so stark exponiert sind, aber die doch am Wasser sind oder auch sonst länger im Freien sind, und natürlich gilt es auch hier gewisse Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Leider gibt es auch ganz negative Aspekte des UV-Lichts, und das ist eben die Induktion von Hauttumoren in erster Linie, was gefährlich ist, auch anderes, die Hautalterung zum Beispiel. Und es gilt eben, sich vernünftig zu exponieren. Nicht, dass man gar nicht mehr in die Sonne geht, sondern die Vernunft bei der Exposition ist das, was zählt. Nun ganz kurz zu den physikalischen Grundlagen. Ich werde Sie da nicht sehr lange damit belästigen. Aber Sie sehen auf diesem Bild die Strahlenqualitäten des Sonnenlichts. Das ist zunächst einmal die Wärmestrahlung, die Infrarotstrahlung, dann das sichtbare Licht. Und dann jenseits des violetten Lichts, also das ultraviolette Licht, nach links auf diesem Bild, die UV-Strahlung, die ultraviolette Strahlung. Und Sie sehen hier, es gibt die UVA- und die UVB-Strahlung, die sich physikalisch unterscheiden und auch in ihren biologischen Effekten unterscheiden. Ein Großteil des Sonnenlichts ist die Wärme und Strahlung und das sichtbare Licht. Und nur ein ganz kleiner Anteil betrifft die ultraviolette Strahlung. Und Sie sehen auf diesem Bild, auf dem nächsten, dass also die verschiedenen Qualitäten des UV-Lichts, nämlich das UVA und das UVB vor allen Dingen, UVC spielt de facto keine Rolle in der Praxis, dass die auch ganz unterschiedliche biologische Wirkungen haben und auch physikalische Eigenschaften. Das UVA-Licht, das zum Beispiel in den Sonnenstudios verwendet wird, dringt weit in die Unterhaut vor und in die Lederhaut und ist vor allen Dingen verantwortlich für die vorzeitige Hautalterung, allerdings auch für die Induktion von Hauttumoren, wenn auch lange nicht im gleichen Ausmaß wie die UVB-Strahlung, die an sich nur in der Epidermis, also in der obersten Schicht der Haut wirkt, aber dort sehr stark, weil sie nämlich mindestens tausendfach energiereicher ist als die UVA-Strahlung und dort eben die Induktion von Hauttumoren bewirkt, nicht als Sofortwirkung, sondern oft mit einer Latenz von vielen Jahren und sogar Jahrzehnten. Die Eindringtiefe der UV-Strahlung habe ich schon kurz erwähnt. Das ist eben der Grund, warum zum Beispiel nach Sonnenstudio-Bestrahlung, wo also großteils UVA-Licht verwendet wird, zwar kaum Hauttumoren verursacht werden, allerdings eine vorzeitige Hautalterung, und darüber muss man sich natürlich schon im Klaren sein, wenn man solche Lichtstudios benutzt. Nun zu ein paar Eigenschaften der UV-Strahlung. Die wird reflektiert von Oberflächen, in einem gewissen Grad sogar von Gras, das feucht ist, oder von Sand, aber sehr stark von Wasser und von Eis. Und das verstärkt natürlich die Wirkung des UV-Lichts.
Und dazu kommt noch die Höhe. Es spielt vor allen Dingen für Bergsteiger eine Rolle. Mit zunehmender Höhe kommt es zu einer wesentlichen Intensivierung der UV-Strahlung und das zusammen kann eine unglaubliche Erhöhung der Strahlenwirkung bedeuten. Das sieht man auch auf diesem Bild. Das zeigt einen Bergsteiger auf ungefähr 6.500 Meter, wo eben die Höhe und die Reflexion des UV-Lichts durch das Eis und durch das Wasser, das hier schmilzt, zusammenkommt und eine unglaublich starke UV-Wirkung hervorruft. In unserem modernen Lebensstil ist es, wie wir alle wissen, natürlich auch sehr häufig, und wir tun das ja auch sehr gern, dass wir uns in die Sonne begeben, oft länger als gut ist. Einerseits deswegen, weil das UV-Licht eine euphorisierende Wirkung hat. Fast so wie Morphin. Man weiß auch, dass UV-Strahlung aus Hautzellen morphiumartige Substanzen freisetzt. Man braucht keine Angst haben, man wird nicht süchtig. Aber es führt zu einer gewissen euphorisierenden Wirkung und wir kennen das ja alle. Wenn man in die Sonne geht, fühlt man sich einfach besser als an einem trüben Tag. Einer der wenigen positiven Aspekte des UV-Lichts neben dieser euphorisierenden Wirkung ist die Bildung von Vitamin D, ein ganz wichtiges und zentrales Vitamin, auch für das Immunsystem und auch für den Knochen des Menschen, für die Festigkeit des Knochens. Das wird in der Haut unter der Einwirkung von UV-Licht synthetisiert. Man kann das allerdings durch die Einnahme von Tropfen oder Tabletten umgehen. Also insofern ist die UV-Strahlung eigentlich biologisch nicht unbedingt erforderlich. Nun, gehen wir zur biologischen Wirkung des UV-Lichts. Es gibt hier sofort eintretende Effekte und solche, die mit einer Latenz von Jahren und Jahrzehnten erst zum Tragen kommen. Der Sofortschaden, den jeder von uns kennt, ist der Sonnenbrand, der sich dann ergibt, wenn einfach die persönliche oder individuelle Erythemschwelle überschritten wird. Das heißt einfach die Rötungsschwelle. Das ist so je abhängig vom Hauttyp, ob jemand jetzt rot, blond ist oder gar dunkel ist und natürlich auch von der Lage, wo er sich befindet, geografisch gesehen und von der Jahreszeit. Aber es ist oft nur sehr kurz, auch bei uns im Sommer für einen durchschnittlich getönten Menschen oft nur 20 oder 30 Minuten ist die erlaubte Exposition, bis die Haut rot wird und ein Sonnenbrand beginnt. Die Schwächung des Immunsystems haben vielleicht auch manche von Ihnen schon persönlich erfahren und zwar dann, wenn man sich dem Sonnenlicht exponiert beim Skifahren oder beim Beginn eines Urlaubs, tritt sehr häufig ein Herpes auf, ein Lippenherpes. Und das sieht man auch hier in diesem Fall. Und das sind Menschen, die unter Umständen jedes Mal, wenn sie in die Sonne gehen, vorher ein Medikament einnehmen müssen, um zu verhindern, dass sich ein Herpes bildet. Ja, und hier sieht man, glaube ich, sehr eindrucksvoll die Wirkung des UV-Lichts auf die Hautalterung. Man sieht hier eine Bäuerin, die, wie das eben früher bei uns Brauch war, den Oberkörper züchtig verhüllt hat und nur mit dem Gesicht und mit dem Hals Licht exponiert war. Und hier sieht man, dass dort, wo das Licht, das Sonnenlicht, auf das Gesicht und auf den Hals aufgetroffen ist, eine wesentliche Hautalterung besteht in Form von Faltenbildung, Elastizitätsverlust, Pigmentflecken und Schuppungen. Hingegen am Oberkörper, wo praktisch keine Sonnenexposition stattgefunden hat, die Haut unter Umständen auch von einer 40-jährigen Patientin gleich aussehen wird. Gott sei Dank sind wir in der Dermatochirurgie in der Lage, Hautalterung auch sehr effektiv zu behandeln. Man sieht hier das Resultat einer Faltenstraffung mit einem Laser, ein Full-Face Laser Resurfacing, das unglaublich effektiv ist und das auch eine langdauernde Wirkung hat. Hier sieht man auf diesem Bild die linke Seite, die rote Seite, gelasert, wo sich unmittelbar im Zusammenhang mit dem Auftreffen des Laserstrahls die Haut zusammenzieht und die Falten zum Verschwinden bringt. Die rechte Seite ist hier noch nicht gelasert und da sieht man die Falten noch recht eindrucksvoll. Nun, zu unserem wichtigsten Thema, zur Entstehung von Hauttumoren und zu den Hauttumoren selbst. Die Ursache für diese unglaubliche Zunahme der Häufigkeit von Hauttumoren ist in erster Linie natürlich die geänderte Lebensweise. Das heißt also eine vermehrte Exposition, UV-Exposition, aber natürlich auch die Zunahme des Alters in unserer Durchschnittsbevölkerung. Ich werde jetzt nur
ein paar von den Hauttumoren mit Ihnen besprechen, nämlich die wirklich häufigen. Und man unterscheidet hier zwei große Gruppen. Einerseits den weißen Hautkrebs, das ist das sogenannte Basaliom oder Basalzellkarzinom, und das Plattenepithelkarzinom und dessen Vorstufen, die aktinische Keratose oder der Morbus Bowen. Beides ist in einer Gruppe zusammengefasst. Die zweite Gruppe des Hautkrebs ist wesentlich gefährlicher, das ist der schwarze Hautkrebs und das sind die Melanome, die ebenso wie der weiße oft mit einer Latenz von vielen Jahren und Jahrzehnten nach der Bestrahlung erst manifest werden. Ja, hier das Beispiel für ein Basaliom, also der häufigste Tumor des Menschen überhaupt. Ein weißer Hautkrebs, das Basaliom, hat sehr unterschiedliche Erscheinungsformen. Oft ist es ein Knötchen, das wächsern aussieht und das so kleine Blutgefäße an der Oberfläche hat und später dann geschwürig wird. Basaliome wachsen sehr langsam, sind in der Regel Gewächse, die erst im höheren Alter auftreten, manchmal aber auch schon ab 20 oder 30 Jahren. Eine nicht heilende Wunde, so wie hier an der Nase, ist immer ein Hinweis auf einen weißen Hautkrebs, sehr häufig ein Basaliom, manchmal aber auch die zweite Form, ein Plattenepithelkarzinom. Unterscheiden kann man das eigentlich nur durch eine Biopsieentnahme, das heißt durch eine histologische Untersuchung. Hier ein Beispiel für die zweite Gruppe des weißen Hautkrebs, das ist diese aktinische Keratose, eine Veränderung, die extrem häufig vorkommt bei älteren Menschen. Sie ist dadurch charakterisiert, dass die Hautoberfläche schuppig wird, manchmal auch gerötet ist und sehr häufig entsteht aus dieser noch eher harmlosen Vorstufe des weißen Hautkrebs später ein invasives, also ein gefährliches Karzinom, ein Plattenepithelkarzinom. Die Behandlung ist ganz unterschiedlich, das kann man mit sehr einfachen physikalischen Methoden, zum Beispiel mit flüssigem Stickstoff behandeln. Die invasiven Tumoren sind eine Domäne der chirurgischen Therapie. Manche dieser weißen Hauttumoren manifestieren sich auch als Hauthorn, so wie man das hier sieht. Und man kann aufgrund dieser Erscheinung noch gar nicht sicher sein, ob das jetzt eine Vorstufe ist oder bereits ein invasiver Tumor. Es muss eben biopsiert werden. Die moderne Chirurgie gibt Gott sei Dank wirklich exzellente Möglichkeiten, diese Tumoren zu behandeln. Eine ganz moderne Methode ist eine sogenannte Elektrochemotherapie, die eigentlich mit Chirurgie gar nichts zu tun hat. Die kommt vor allen Dingen dann zur Anwendung, wenn man nicht mehr operieren kann, weil der Patient zu alt ist oder Grundkrankheiten hat. Sie beruht auf einer Kombination von zwei verschiedenen Techniken, die sich multiplizieren. Das eine ist die Gabe eines niedrig dosierten Zytostatikums über die Vene und das andere ist eine Injektion mit Nadeln und die Erzeugung eines elektromagnetischen Felds im Tumor. Und dadurch kommt es nur für eine halbe Stunde ungefähr zu einer Durchlässigkeitszunahme in diesen Tumorzellen und das Zytostatikum, das vorher über die Vene verabreicht wurde, kann in die Tumorzelle eindringen und dort in 10.000-fach höherer Konzentration wirken, als sie das ohne diese Kombination dieser Maßnahmen machen könnte. Und das führt zu unglaublich guten Effekten. Ich glaube, dass das ein Meilenstein in der Behandlung von Tumoren ist, die übrigens nicht nur an der Haut angewendet wird, diese Methode, sondern auch an manchen inneren Organen. Das waren also die Formen des weißen Hautkrebs, das Basaliom und das Plattenepithelkarzinom und dessen Vorstufen. Und nun zum Melanom, dem wesentlich gefährlicheren, aber auch eher selteneren Hauttumor. Das ist der schwarze Hautkrebs und zwar deshalb, weil er sich sehr häufig als schwarzer Fleck oder als schwarzer Knoten zeigt. Er entsteht manchmal aus vorbestehenden Muttermalen, aber eher selten. Häufig entsteht er von selbst und kommt so, ja, meistens ab der Mitte des Lebens, manchmal aber auch wesentlich früher zum Vorschein. Leider zeigt das Melanom wie kaum ein anderer Tumor eine Tendenz, frühzeitig Metastasen zu bilden und deshalb ist die frühe Diagnose und chirurgische Behandlung ein ganz zentrales Element und damit gelingt es, wenn die Diagnose rechtzeitig gestellt wird, fast alle Melanome in diesen frühen Stadien komplett zu heilen. Wenn das nicht gelingt, dann kommt es zu einer Metastasierung, so wie man das auf diesem Bild sieht, in den Weichteilen, in den Lymphknoten, aber auch in allen inneren Organen. Melanome haben in den letzten Jahrzehnten
und zwar nur aufgrund des geänderten Freizeitverhaltens, exzessiv zugenommen. Sie gehören heute in manchen Altersgruppen zu den häufigsten Tumoren überhaupt. Und diese Zunahme hängt eben in erster Linie mit der falschen und unverhältnismäßigen Sonnenexposition zusammen. Es sind vor allem auch die Sonnenbrände schon in der Kindheit, aber auch bei Leuten, die eine relativ ungebräunte Haut haben und dann auf Urlaub fahren und sich sehr schnell bräunen lassen und sogar einen Sonnenbrand haben. Und wenn das mehrmals wiederholt wird, steigt die Neigung, ein Melanom zu entwickeln, exponentiell an. Hier sieht man ein ganz normales Muttermal. Man braucht nicht sich fürchten vor solchen Muttermalen. Nur wenn sie in exzessiv hoher Zahl vorhanden sind, ist das ein gewisser Hinweis auf ein erhöhtes Melanomrisiko, allerdings nur in einem relativ geringen Ausmaß. Muttermale können sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte durchaus ändern. Sie werden sehr häufig erhaben und bilden dann farblose Knötchen aus, die dann nie bösartig werden, aber vielleicht ein kosmetisches Problem darstellen und dann auch leicht operativ entfernt werden können. Wie sehr das Manifestwerden von Muttermalen durch das UV-Licht getriggert wird, sieht man auf diesem Bild recht gut. Das zeigt einen Patienten, der immer eine Badehose oder eine Sporthose angehabt hat und wo also unterhalb dieser Hose praktisch kein UV-Licht auf die Haut gekommen ist und wo auch keinerlei Pigmentmale entstanden sind. Und das ist sehr eindrucksvoll und das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, sich vernünftig dem UV-Licht gegenüber zu exponieren. Diese Art von Muttermalen nennt man dysplastische Nevi, das hat ein relativ geringer Anteil in der Bevölkerung. Die sind sehr ähnlich schon dem malignen Melanom, das heißt, sie sind größer als die üblichen Muttermale, sie sind oft unregelmäßig begrenzt, sie haben auch verschiedene Farben und eines der wichtigsten Kriterien für die Bösartigkeit, für die Malignität ist die Veränderung innerhalb relativ kurzer Zeit, das heißt innerhalb weniger Monate. Die werden größer nach peripher, sie wachsen in die Höhe, sie kriegen andere Farbe und sie werden manchmal auch geschwürig und das muss einen hellhörig lassen, dass aus diesem dysplastischen Nevus, so nennen sich diese Muttermale, die so groß sind, ein Melanom entstanden ist. Ja, Melanome sind manchmal sehr einfach zu diagnostizieren und zwar mit diesen Kriterien, das ist die ABCDE-Regel. Allerdings muss man bedenken, dass mindestens 90% aller pigmentierten Hautveränderungen, die all diese Kriterien erfüllen, völlig harmlos sind. Das sind häufig nur Pigmentwarzen, die Melanomen sehr ähnlich sehen und die der Dermatologe in der Regel mit einer sogenannten Auflichtmikroskopie recht gut differenzieren kann. Das ist also wichtig zu wissen, dass diese Kriterien nicht spezifisch sind, sondern dass auch völlig harmlose Veränderungen all diese Punkte erfüllen können. Hier zum Beispiel eine sogenannte seborrhoische Warze, eine Pigmentwarze, völlig harmlos. Die Bedeutung liegt nur in der Differentialdiagnose zum Melanom und wenn Sie das anschauen und die Bilder von vorher vergleichen, dann sehen Sie, dass das zumindest für jemanden, der es nicht jeden Tag sieht, sehr ähnlich sich präsentiert. Melanome werden operativ behandelt und wenn es, das habe ich schon erwähnt, frühzeitig genug ist, kann man sie mit einem relativ geringen Eingriff kurativ behandeln und auch so behandeln, dass man von der Narbe in der Regel nicht mehr sehr viel sieht. Das waren also jetzt die UV-Strahlen in ihrer physikalischen, in ihrer biologischen Wirkung und die Tumoren und die anderen Veränderungen, die dadurch induziert werden. Und jetzt kommen wir im zweiten und wesentlich kürzeren Teil zum Schutz vor UV-Licht. Ich hoffe, dass ich Ihnen im ersten Teil klarlegen konnte, wie wichtig es ist, sich Sonnenlicht gegenüber vernünftig zu exponieren. Niemand sagt, dass man nicht in die Sonne gehen darf, man muss es eben nur vernünftig machen. Es hängt immer davon ab, welchen Hauttyp man angehört, wie man sich schützen muss. Es ist ganz klar, dass je hellhäutiger ein Mensch ist, umso schneller die Wirkung des UV-Lichts auf die Haut trifft und negative Effekte verursacht. Am schlechtesten dran sind die keltischen, die rotblonden Hauttypen und relativ besser, aber auch noch immer gefährdet sind diese hellblonden und blonden Hauttypen, die bei uns ja sehr häufig sind. Je dunkler die Haut von Natur aus ist, umso geringer ist die
Gefahr, einen Tumor zu entwickeln, weil eben sehr viel von dieser bereits pigmentierten Haut gefiltert wird und gar nicht in die Hautzellen eindringen kann. Wenn wir jetzt vom UV-Schutz sprechen, dann versteht man häufig darunter nur das Auftragen von Sonnencremes. Und Sie sehen auf diesem Diagramm, dass ich die Sonnenschutzmittel hier als letzten Punkt und noch dazu in Klammer gesetzt habe. Das bedeutet überhaupt nicht, dass die schlecht wirken oder gar gefährlich sind. Nur was gefährlich ist, ist die Art der Anwendung der Sonnenschutzmittel. Sie werden nämlich häufig unregelmäßig aufgetragen. Sie werden auch oft viel zu dünn aufgetragen, wesentlich dünner, als sie unter diesen Standardisierungsbedingungen sind. Und dann ist die Wirkung, wenn es nur halb so stark aufgetragen wird, als sie normiert wurden, nicht die Hälfte, sondern die ist nur die Wurzel. Das heißt also, bei Sonnenschutzfaktor 50 können Sie, wenn es halb so dick aufgetragen wurde, wie es eigentlich notwendig wäre, nur einen Sonnenschutz von 7 haben. Das heißt, es wird die Zeit um das 7-fache verlängert, wo man einen Sonnenbrand bekommt. Und das ist eben bei uns unter Umständen 20 Minuten, 30 Minuten. Wenn man sich also vorstellt, dass man dann den ganzen Tag baden ist und sich sonnenexponiert, dann darf man sich nicht sicher fühlen, nur weil man einen Faktor 50 aufgetragen hat. Das könnte man nur dann, wenn der richtig dick aufgetragen wird. Und das machen eben die wenigsten, weil das unangenehm empfunden wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Textilenschutz zu tragen. Extrem wichtig, und das machen auch all die Völker, die in Regionen leben, wo die UV-Exposition sehr hoch ist. Und was diese Völker auch wissen, dass sie in der Zeit, wo das UV-Licht am stärksten einwirkt, einfach nicht in die Sonne gehen. Und die Siesta hat durchaus eine Begründung auch darin. Es ist nicht nur die Faulheit, sondern es ist auch eine biologische, vernünftige Verhaltensweise, sich in der Zeit, wo die stärkste Strahlung ist, gar nicht in die Sonne zu begeben. Also kann ich Sie nur einladen, wenn Sie auf Urlaub fahren, in der Mittagszeit machen Sie eine Siesta, gehen Sie nicht in die Sonne. Auch unter einem Sonnenschirm, zumindest wenn er klein ist, ist der Sonnenschutz nicht sehr gut. Am besten ist es, wenn man sich in geschlossenen Räumen aufhält oder unter großen schattengebenden Bäumen zum Beispiel. Was jetzt die Sonnencremes betrifft, habe ich schon gesagt, dass sie sehr effektiv sind, dass sie aber in der Anwendung gewisse Probleme darstellen, weil sie eben unter Umständen in falscher Sicherheit liegen. Was ganz wichtig ist, ist, dass man auch die Lippen schützt. Die Lippen werden nicht braun, wie wir alle wissen. Sie bilden also kein schützendes Pigment und müssen deshalb unbedingt bei höhergradiger UV-Exposition abgedeckt werden mit Schutzstiften. Und natürlich wichtig sind auch die Augen, weil durch diese übermäßige UV-Exposition auch im Auge Tumoren entstehen, aber auch der graue Star zum Beispiel verursacht werden kann. Ja, und das ist schon mein letztes Bild zu diesem Thema. Ich wollte damit nur zeigen, dass ich glaube, dass die Sonnenexposition etwas durchaus Notwendiges für uns ist. Es macht uns einfach euphorisch, es gehört zum Leben und ich bin nicht dafür, die Sonne grundsätzlich zu meiden. Man muss es nur vernünftig machen und das sieht man, glaube ich, auf diesem Bild. Das ist in der Sahara aufgenommen, die Völker, die dort leben, wussten immer schon, dass das UV-Licht Schäden hervorruft, wenn man sich nicht schützt. Und die schützen sich sehr effektiv durch Textilenschutz. Und in diesem Sinn kann ich Sie nur einladen, machen Sie es so wie die Völker, die dort leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Danke, auf Wiedersehen.